Eine Kokosnuss. Und... Und ein Monster. Oh Gott, hässliche Krabben. Angriff. Und... Piu, piu. Okay, die hässlichen Krabben, die sind schwach. Und sie zerstören sich selbst. Yeah. Geschickte Blöcke. Und er kann nicht schwimmen. Und ein Brunnen. Wo ist das Inn? Ark. Nein. Danke. Escape. Piu. Nein, danke. Keine Kämpfe jetzt. Und ja. Okay. Es sieht aus, zumindest. Was ist das? Eine Wehrratte. Nein, drei Wehrratten. Ja, wir heilen Max. Und Max macht ein Kamehameha auf eine Ratte. Und ich beschreibe jetzt einfach jede einzelne Aktion, die ich mache. Und wir beklauen Ratten. Blup. Ja. Boink, boink. Hey, dieser Zwerg ist toll. Und ja, du hältst einfach alles, was dir in den Weg kommt. Ach ja. Wie toll. Wie toll. Wie gnadenlos toll dieses Kampfsystem ist und so ausgefallen und die Kämpfe dauern auch überhaupt nicht lange. Ja. Das ist der Teil des Spiels, der mich dazu bringt, nur ein Video auf einmal zu machen, weshalb ich es einfach spiele, bis ich zum nächsten Speicherpunkt komme. Und ein Schwein. Willkommen. Oh, Prinzritterrüstung. Was haben wir denn da? Ja. Und Moment, hat die nicht vorher Light Armor, also leichte Rüstung geheißen? Jetzt ist die Night Armor. Nein, 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 nein. Kein Helm, kein Helm, oder? Also. Kaufen. Equipment. Armor. Oh, wir haben dieses Heavy Light Armor Ding. Ja. Moment, was ist das für eine extreme Erhöhung der CP von 38 auf 74? Okay. Indigo Head. Ja. Er kann nichts, oder? Er kann was, wow. Und es ist, ja. Wir können ihm nichts kaufen, aber egal. Und diese Ratten sind überall und... Ich werde es einfach alle besiegen. Diese Ratten, die sich immer so aufstellen, dass drei genau hintereinander stehen, sodass man sie nicht genau sieht. Und die anscheinend nicht nach oben oder unten gehen können. Und sich leicht besiegen lassen, indem man sie einfach tot haut. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da.
Und ich labere mal wieder nur Müll, den kein Schein interessiert, weil ich, keine Ahnung, das Let's Play verlernt habe oder so. Und, nein. Und das ist, ja. Ja. Boink. Attacke. Doing, 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 doing. So, ja, ja. Es ist toll. Es ist super spannend. Es ist super happy fun. Sie machen keinen Schaden an mir. Ich schlafe wieder ein. Und ja. Ich wache auf und der Kampf läuft immer noch. Und alles, was ich tue, ist, meine Enter-Taste zu drücken. Und ja. That's it. That's it. Ich frage mich, wie lange dieses Spiel noch weitergeht. Max Level 7 erreicht. Und ja. Wir gehen hinauf. Und wir haben... Aha. Schilde. Ja. Ein unsichtbares Mantel. Und alles ist nur für Max. Alles ist nur für Max. Das klingt nach Fire Protection, Lightning Protection. No special features. Items. Und Night Shield. Und irgendein Equipment. Night Shield. Und verkaufen. Und zwar. Den Holzschild. Ja. Toll. Und dieses Heavy Light Ding. Und diesen Unsichtbarkeitsumhang kaufen. Equipment. Ja, ich traue mich nicht, diese Dinge anzuziehen, aus Angst. Ja, ihr wisst schon, sie würden nach einer Zeit einfach zerstört werden. Und einfach die letzte Ratte besiegen. Vielleicht taucht dann irgendein Typ in einem Speicherpunkt in der Hand auf und gibt ihn mir vor lauter Dankbarkeit. Ja. Und währenddessen werden weiter wehrlose Wehrratten verprügelt. Wehrratten. Bedeutet das, dass ich die bei Vollmond in Ratten verwandeln? Und ist jetzt Vollmond? Oder verwandeln sich die bei Vollmond in Menschen oder in Wölfe? Oder es sind Wehrratten, die müssen sich bei Vollmond in Ratten verwandeln. Ich habe alle Monster besiegt. Das ist frei. Und juhu, alle sind wieder da. Danke, Mann. Jetzt sind keine Wehrratten mehr in der Stadt. Wir können in unsere Häuser gehen und wieder am Dock arbeiten. Oh, ja, die sind dann überall. Sag mal, Mann, kann ich dir meine Dankbarkeit irgendwie zeigen? Ich brauche ein Boot. Nein, nein, habt ihr jemanden rübergefahren mit einem Boot auf diesen Pororororo-Inseln? Ah ja, ich weiß nicht wer, aber jemand hat ein Boot gestohlen. Und dann ist ein blauäugiger Typ auf Haufen gekauft und hat mich genau dieselbe Frage gefragt. Das war Shion. Oh, und der andere Typ, der das Boot gestohlen hat, war Bok Lee. Wow. Applaus für unser Genie in der Gruppe. Und wer ist dieser blauäugige Typ jetzt? Er hat das erste Boot nach auf die Pororo-Insel genommen. Dann sind die Wehrratten aufgetaucht und haben die Stadt überfallen. Oh, und jetzt, wo sie weg sind, fahren die Boote wieder, oder? Ja, und... Ihr müsst kein Ticket kaufen. Ihr habt uns gerettet. Kommt zum Dock, wenn ihr mehr wollt, und wir fahren nach Pororo. Okay, ich hoffe, dass es in Pororo Speicherpunkt gibt. Da-da-dam. Und ja. Wir fahren nach Pororo, Unsere Riesengruppe.
Oh. Oh, der Krake kommt. Wo? Wo? Okay. Cracker? Ich mag Cracker.